Vielen Dank fürs Zeitnehmen. Wir sprechen heute über Finanzbildung und das wesentliche Thema, das wir auch im Regierungsprogramm in diesem Bereich definiert haben, nämlich, dass es weitere Maßnahmen im Bereich Financial Literacy braucht. Dieses Thema zieht sich ja über alle Generationen in den verschiedensten Bereichen, beginnt beim Taschengeld, gilt weiter über das erste Gehalt, der Umgang mit Geld generell bis hin zur Frage der Altersvorsorge und des Verschuldungsgrades. Wir haben im letzten August bereits erste Gespräche mit diversen Stakeholderinnen und Stakeholdern begonnen, um herauszufinden, in welchen Bereichen muss man hier in Österreich nachschärfen. Wir haben dann auch im Herbst begonnen, gemeinsam mit der OECD ein erstes Mapping zu betreiben, das heißt eine Aufnahme und Analyse von dem, was es in Österreich bereits gibt im Bereich Finanzbildung und wie die Situation aus Sicht auch der OECD im Vergleich mit anderen Staaten ist. Dieser Bericht liegt nun vor und der ist auch der Anlass für die heutige Pressekonferenz. Und einige Bereiche sind erfreulich, andere sind so, dass wir sagen, ja, wir müssen hier etwas tun. Was ist erfreulich? Als erfreulich werte ich mal prinzipiell, dass die OECD gezeigt hat, dass das Finanzwissen der Österreicherinnen und Österreicher im OECD-Vergleich überdurchschnittlich ist. Allerdings gibt es Nachholbedarf in einigen Bereichen und das ist wieder besorgniserregend, vor allem bei Jüngeren. Und generell ist das Bewusstsein, dass die Wichtigkeit dieses Themas eine hohe ist, sehr, sehr stark. 80% der Bürgerinnen und Bürger bewerten mangelndes Wissen in dem Bereich als ein Problem für finanzielle Sicherheit im Alter. Was sind nun die konkreten Ergebnisse dieser Studie mit der OECD? Der wesentliche Aspekt ist, dass es festgestellt worden ist, dass über 100 Initiativen im Bereich Finanzbildung in Österreich da sind. Das ist mal eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass diese sehr, sehr wenig koordiniert sind untereinander und dass es daher auch einen gemeinsamen Rahmen braucht, ein Zusammenführen und ein Definieren des Überbaus, um eben auch in den einzelnen Bereichen mehr Treffsicherheit zu erzielen. Denn das wäre genau das Richtige, um eben in diesem Bereich das lebenslange Lernen auch präzise möglich zu machen. Wir haben auch eine weitere Maßnahme gesetzt, um auch jüngere Menschen einzubinden. Wir haben eine eigene Plattform aufgesetzt seitens des Finanzministeriums, um auch Schülerinnen und Schüler zu bitten, ihre Ideen in dem Bereich einzumelden. Auf den Bereich wird dann noch später eingegangen werden. Der weitere Fahrplan ist, dass wir nach den diversen Runden mit den Stakeholdern, die weiter stattfinden werden, im Herbst eine nationale Finanzbildungsstrategie auf den Tisch legen wollen, wo wir auf die verschiedenen Ergebnisse der Analysen noch genau eingehen wollen und möglichst unter einem Dach gemeinsam Finanzbildung in Österreich betreiben wollen. Ziel wäre so etwas wie ein gemeinsamer Financial Literacy Führerschein und mittel- und langfristig das Teilnehmen Österreichs auch am PISA-Modul für Financial Literacy. Vielen Dank.